Hallo. Ich bin Rojan. Ich bin Meltem. Und willkommen zurück bei der Folge 2 bei GNTM Review. Aber warte, bevor wir erstmal weitergehen, müssen wir das Intro erstmal laufen lassen. Also. Kommt jetzt das Intro. Wie in jedem Video habe ich immer einen ganz neuen Gast. Das ist die Temtem, bekannt auch als Meltem. Auch bekannt als Tadeus, auch bekannt als... Achso, ich wollte fragen, bist du aufgeregt oder bist du eher in so einer Einstellung? Ist scheißegal, Hauptsache das Video ist jetzt hin. Achso, nein, ich bin aufgeregt. Bist du sicher? Ich bin schüchtern. Sie ist schüchtern. Oh, scheiße. So, es ist ja Folge 2, das heißt, das erste Shooting war ja da. Und das Tut- und Gut-Prinzip kommt wieder rein. Ja, eine kurze Erklärung. Tut ist, wenn euch das Bild gefällt, beziehungsweise wenn es uns gefällt. Und Gut, wenn das Bild uns nicht gefällt. Und dann dürfen wir einen Shoot verteilen. Das ist, wenn ein Bild richtig gut ist. Also das beste Foto von uns. So, es ist ja Folge 2 und das Shooting-Thema war ja so ein Tarzan-Male-Model-Shooting. Wie fandest du das? Dschungel-Shooting. Also. Hau raus. Ich fand an sich cool, sage ich mal jetzt so. So ein Mini-Waldstück mit einem Felsen rausgesucht haben, mit so ein paar Ikea-Gardinen. Lass mal das Shooting gleich einfach nachstellen. Ich bin Tarzan. Lass mal meine Schwester auch nehmen. Habe ich zwei Models. Deine Sache ist ja Tarzan. Bevor wir anfangen mit den Bildern zu bewerten, wollte ich sagen, dass am Ende des Videos immer ein Spoiler kommt, weil die Staffel ist ja so gut wie gedreht und ich habe halt ein paar Insider-Informationen. Und das wird am Ende, sag ich euch am Ende, deswegen, ja, Spoiler am Ende. Was zum Scheiß? Ich weiß es auch noch nicht. Du weißt es auch noch nicht? Weiß ich? Nein. Denke nicht. So, das erste Duo ist einmal Cassandra links und Tamara rechts. Also, zum Tarzan erstmal, was ist das? Guck dir mal bitte seinen Blick an, so bin ich im falschen Film? So bin ich. Vor allem sein Gesicht. Aber wenn ich jetzt den Typen in der Mitte rauscutten würde, Cassandra und Tamara würden, also die sehen halt schon gut aus auf dem Bild. Ja, deswegen gebe ich dem Bild ein Tut. Ich gebe dem Bild auch ein Tut, wobei ich aber finde, Cassandra ist in dem Foto eher meine Favoritin. Also Cassandra deine Favorite und das Bild ganz Tut. Yes. Tut. Links ist einmal die Marie und rechts ist Laura. Was macht der mit seinem Fuß? Aber das Bild an sich finde ich richtig cool. Ich weiß nicht warum. Weil, guck mal, das sieht so also fast spiegelverkehrt aus mit den Beinen, so, dass sie das so... Stimmt, das sieht symmetrisch aus. Ich glaube, ich gebe sogar meinen Shoot jetzt direkt beim zweiten Bild an Marie und Laura. Aber wen ich stärker finde, ist tatsächlich Marie. Yes. Also ich gebe dem Bild einen Shoot. Mhm. Was gibst du dem Bild? Ich gebe dem Bild ein Tut. Mhm. Ich könnte mich zwischen beiden nicht entscheiden, wen ich besser finde. Ich finde, das... Vergleich. So anschaut, genau. Stimmt. Von weitem sticht Marie halt als erstes ins Auge. Okay. Aber alles in einem ein Tut. Ein Tut, perfekt. Also, wir haben links einmal Marlin und rechts haben wir einmal Julia. Und guck mal, hier sieht es auch so aus: so spiegelverkehrt. So, dass die inneren Beine sind so angewinkelt und die äußeren sind so ausgeschreckt. Aber was macht der da? Ich häng mal ein bisschen im Dschungel rum. Ich häng mal ein bisschen rum und die anderen so. Ich finde, das Bild an sich ist ein Tut, weil Marlin mag ich an sich. Also am Anfang war ich irgendwie so, die erinnert mich an irgendeinen Charakter von LOL. So, sie hat irgendwas so... Warte mal, was von LOL meinst du gerade? League of Legends. Woher kennst du League of Legends? Ich sag das. Oh mein Gott, Lama! Ja. Oh mein Gott, ich auch. Ich auch. Warte! Wie heißt du? Storm! Und ich mag ihr Gesicht, weil ihre Augen... Sie hat schöne Augen und die gehen so ein bisschen weit auseinander. Ja, das ist dieses und das hat, außergewöhnlich. Ist dann irgendwie was Cooles mit den kurzen Haaren dann noch. Genau. Also es ist nicht, sie entspricht gar nicht dem Klischee irgendwie so und das finde ich halt cool. Und es ist halt dieses bei Julia, das ist so, das kannst du auf Netblock machen. Ah ja, das sehe ich. Aber ich glaube nicht, also es passt irgendwie nicht, sage ich mal. Ja. Deswegen, also ich gebe dem Bild auch ein. Okay. Links haben wir Vivian. Und rechts haben wir Nadine. Genau, Nadine
ist der Grund, warum das Foto mein Shoot ist. Oh. Ja. So generell, wie sie sich da einsetzt. Guck mal, genau. Die ist mit einem Bein abgestützt. Ja. Mit einem Arm hält sie sich fest. Genau. Und das sieht richtig cool aus. Es ist halt cool gemacht. Mhm. Die Pose ist richtig cool. Es sieht auch elegant aus, dadurch, dass sie sich hier so nochmal umschlingt. Genau. Also sie hat wirklich an jeden Muskel gedacht, sage ich mal. Und auch wenn wir die Outfits eigentlich nicht bewerten, finde ich es cool, dass sie am Bein unten diese Schnürung quasi hat. Sich so eine Art Schuh gemacht hat. Stimmt. Das gibt auch nochmal was her. Way Melton, das habe ich gar nicht mal gesehen. Was ist hier los? Richtig cool. Nächste Staffel bin ich auch dabei und dann möchte ich das auch. Bruh. Ja, dann machst du das auch, ne? Dann bin ich das Mailmodel. Deshalb ist das Foto mein Shoot. Dein Shoot? Ja. Da ich meinen Shoot schon gegeben habe, ist es für mich Tut. Das ist ein sehr gutes Foto. So, die nächsten sind einmal links Larissa und rechts Sarah. Das Sarah Mailmodel hatte kein Bock. Komplett verschwunden. Aber guck dir mal diesen Hintergrund an. Das könnte man hier bei uns auch im Teutoburger Wald machen. Das kannst du bei mir im Hinterhof machen. Das Bild gefällt mir tatsächlich nicht, weil das sieht mir so ein bisschen zirkushaft aus. So, So, komm beide. Guck mal, was ich kann. Ja, also ein Boot. Ja, von mir auch ein Boot. Links Anastasia und rechts Daria. Daria ist rausgeflogen in der Folge. Also. Ich finde auch Anastasias Outfit, das sieht irgendwie so aus, als wenn das. Oh mein Gott! Aber das Bild im Ganzen ist ein Tut für mich. Für mich also auch. Ist ein schönes Foto. Finde ich auch. Ich mag Anastasia auch. Ja, ich auch. Links ist Johanna und rechts ist Maureen. Ganz ehrlich, ich würde Johanna wegschneiden und das Bild dann mit Tarzan und Maureen wird eigentlich voll cool aussehen. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Also so wäre es für mich ein Tut und so ein definitiv Boot. Ein Boot. Wir machen ein neues Wort. Ein Betut. Ein Betut. Ein Betut. Links Julia und rechts Valeria. Valeria finde ich Hammer auf dem Foto. Sie hat auch dieses mit dieses den Augen. Augen, das ist genau. Also ich gebe aber dem Bild ein Tut. Also es gefällt mir. Ich auch, ja. Das ist echt ein cooles Foto. Lucy und Mareike. Ja, die haben hier ganz Spaß. Also das Foto ist für mich auch ein Tribut. Ein Tribut? Ein Tribut. Wer ist wirklich Tribut? Weil Mareike feiere ich, optisch als auch charakterlich. Ich stehe ja voll auf Tattoos und dann hat sie noch dieses bunte überall. Ja, das war geil. Lucy. Das Transgender Model. Mag ich dein nicht. Dein Favorite. Dein mag ich nicht. Also Transgender und so stehe ich voll hinter. Ja. Wo sie das Problem hatte, dass sie kein Tape mehr hatte. Ja. War so, oh ja Leute, ich bin doch Transgender und oh ja Leute, ich bin doch Transgender. Und ja, ich war dieses so, Problem immer nach vorne schieben. Ich hab's verstanden. Ja, nee. Also auch wie sie läuft zum Beispiel. Also sie steht sich selbst im Weg irgendwie. Ich glaube sogar, ich kann auf High Heels besser laufen. Hast du hat Sarah High Heels hier? Ja, hat sie. Ich weiß, was sie gleich macht. Ganz okay. Deswegen Tut und für dich war das ein? Ein Tabut. Tabut, also Fragezeichen. Pina, links, rechts ist Aline. Ja. Für Pina ist das ein Tut. Geht mir genauso. Also an sich kann man dem ganzen Foto Tut geben, weil man sieht sie eh kaum. Genau. Und also was man sieht, sieht halt gut aus. Ja. Links ist einmal Charlotte und rechts ist Nina. Ja. Und das sind die auch, die auch rausgeflogen sind. Das ist definitiv gut. Also ja. Ich brauche da gar nichts wirklich zu sagen. Also für mich ist es ein Boot. Für mich auch definitiv. Ja. Es sieht einfach nicht schön aus. Es sticht auch keiner heraus. Ja, genau. Liana haben wir links und rechts haben wir Bianca. An sich voll das coole Foto, ja. Also für mich ein Shoot. Also ich habe auch bei dem Foto überlegt, ob ich das als Shoot nehmen soll. Ich auch. Spagat auch, ja. Aber dann fand ich Nadine doch besser. Also, letztes Pärchen. Das sind die Nachzügler. Links einmal Marie-Belle. Und rechts Jackie. Ist wirklich jeder hundertprozentig dabei. Generell auch die Körperspannung. Keiner ist also die stützen sich nicht an ihren Füßen oder Beinen ab, sondern komplett auf die Arme. Stimmt. Alle drei. Also das Bild aus einem Tut. Von sich ein Tut auch für mich, ja. Okay, jetzt sind wir fertig. Tschüss. Das reicht dann jetzt auch. Gib mir mein Geld. Ich geh jetzt. Hast du jetzt schon nach der zweiten Folge irgendwelche Favorites? Irgendwo, wo du denkst, so, okay, die sind gut, die könnten weiterkommen. Also mein Favorit, meine Favoritin, ist Mareike.
nicht nur wegen dem Optischen, sondern weil sie die Nachzüglerin, die eine, die sich so unsicher, weil die gemobbt wurde, Valeria aufgemuntert hat, so sage ich mal, ihr Mut zugesprochen hat, das fand ich charakterlich. Und Jackie, die Nachzüglerin, von der habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, aber die gefällt mir auch schon ganz gut. Oh, Spoiler. Also zu den Spoilern. Ganz wichtig, die Leute, die es nicht hören möchten, auf stumm stellen oder sowas, weil jetzt werde ich erstmal ein paar Spoiler raushauen. In Folge 5 oder Folge 6 wird es ja immer einen Entscheidungswalk geben und sobald die in Los Angeles sind, haben die halt ihre Makeover und sowas und es wird so eine Art Parcours geben, wo die halt drauflaufen werden und das ist halt so Glasplatten, wo die drauflaufen werden und es ist richtig rutschig. So, da drauf kommt jetzt noch so Styroporteile, also nochmal was draufgestreut wird, also es ist richtig rutschig und da werden fast alle sich maulen, aber so heftig mit ihren Kleidern. Oh mein Gott, ich freue mich. Und ich werde schon mal unten einblenden, welche Leute da schon laufen, das heißt, diese Kandidatinnen werden noch weiterhin im Rennen bleiben, also die nächsten 4-5 Folgen. Das ist einmal die Larissa, die Sarah Sainabu, Vivian und Maribel auch noch, aber hier unten seht ihr, ne, wie die alle runterfallen. So, das wäre es erstmal mit Folge 2. Schaltet auf jeden Fall zur nächsten Folge ein. Ich weiß jetzt nicht, wann das kommt mit. Auf jeden Fall für die Leute, die meinen Channel nicht abonniert haben, ist das jetzt die Möglichkeit, zu draufdrücken, zu subscriben. Bing, bing, bing. Passiert auch nichts. Passiert nichts. Und ganz wichtig, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch unten in den Kommentaren mitschreiben, was bei euch ein Toot, Boot und Shoot ist, damit ich auch mitschauen kann, wie eure Meinung so ist. Oder ein To Boot. To Boot, genau. To Boot auch noch. Ja. Ganz fettes Dankeschön an. An Tempel. Ein fettes ganz einsam. Und ein Dankeschön an euch, dass ihr eingeschaltet habt und Ende. Ende. Ende im Gelände. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.